Ich sage erstmal moin moin Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt, neue Runde vom LS22 Multiplayer, moin. 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 So, weiter geht's, Heuwenden. Ja, mal schauen, wir sind jetzt zu dritt unterwegs, haben Heuwenden, ich glaube 3 Meter schon sind unterwegs und Heckler ist noch unterwegs, also. Was sind wir denn jetzt, 12 oder 13 Leute? 13. 13 wieder, ne? Und dann haben wir 12. Der ist jetzt fahre ich sogar 12 km/h zwischendurch. Olaf, also am meisten Sinn wird ein Fischer machen, dann als nächstes. Also die CPU geht auch bei mir weiter runter, also ich bin jetzt bei 18. Ich bin bei 11, die schläft gleich Ei bei mir. Naja, gut, du spielst, einen Heißluftföhn hinstellen oder was, damit er aufgewärmt wird. Was war das jetzt gerade, Bidi? Was? Was war das gerade? Nein, ich stream so. Ja auch noch, also da muss man ja noch zurechnen, wenn er sagt, er hat 11. Ja. Ne? Ja, schon klar. Da läuft ja noch ein bisschen mehr. Also es gibt ja dieses erweiterte Tiersystem, das kann man ja theoretisch nutzen, nur das überschreibt einige Einstellungen und ist nicht hundertprozentig kompatibel, aber... Ach stimmt, da wollte ich dich noch fragen. Ich habe heute gesehen, irgendwie in diesem großen Rinderstall da von deiner amerikanischen Karte... Das liegt Karte, an der Karte. Liegt an der Karte. Ach, da sind die Kälber mit eingebaut? Ja, genau. Ah, okay. Die scheinen sich das irgendwo hergezogen zu haben und eingebaut zu haben. Vielleicht haben sie diese, weiß ich nicht, vorher auch immer Version genommen. Wo man nicht weiß, wer der... Ich dachte, das war in Verbindung mit dem Stall, okay, nee. Hab ich verstanden, ja. Das ist ja mal kartenabhängig, das ist egal, welchen Stall du nimmst. Mhm. Korrekt. So, es steht 10 zu 10. Ich habe mich nur gefragt, du hast ja keine Tiere gekauft, vielleicht sind die auch optisch gar nicht dargestellt, dass das einfach nur aus Alter bezogen war. Das glaube ich nicht, ich glaube, die werden dargestellt. Aber habe ich nicht, das müssen wir vielleicht mal sehen demnächst. Glück, dass mit dem Rapsschwatt funktionierte. Das hat echt ordentliche Ertragssteigerung gebracht bei der Menge an Raps. Ja, ich dachte, wie schön Black Forest die Schwattmäher findet. Black Forest sich gefreut. Oha. Eingeehrt. Das ging aber schnell. Ja. Ja, aber wirklich schnell. Gut, ich muss sagen, zur Halbzeit spielt Deutschland hier echt gut mit. Die Holländer haben ja auch besseres Internet. Oh ja. Geht das denn weiter? Gibt es dann nachher sowas wie Verlängerung oder 7 Meter werfen oder was machen die? Verlängerung. Ja, wenn's Frankreich gegen Schweden war ja auch Verlängerung heute. Hast du hier eine Linie genommen? Ja, jetzt habe ich Linie gemacht. Okay. Irgendwer hat es erzählt, jetzt gerade beim Einsatz hat einer erzählt, er hätte vorher das Frankreich-Spiel geguckt, das war aber anscheinend mega spannend. Naja, die haben in der letzten Sekunde irgendwie, die Zeit war abgelaufen und Frankreich hatte noch nur einen Freiwurf, die durften nur noch direkt aufs Tor werfen. Also mega spannend kann man es auch nur finden, wenn man sich für den Sport ein bisschen interessiert. Ralf, du brauchst auch nicht mal runterkommen. Dann haben wir nachher irgendwie noch gewonnen. Weil die ja eigentlich dann gleich noch düngen wieder, ne? Ja, das ganze Vermehrungsgas müssen wir noch düngen, auf jeden Fall. Ja. Jawohl, 12 zu 10, das denn? Wird jetzt Vermehrungsgas noch einmal geerntet? Ja, im Frühjahr. Bin leer. Dann müssen wir es nochmal mulchen, oder? Nein, das ist halt vom Vermehrungsgas nicht, nee, genau. Machst kaputt. Aber wir haben doch auch noch Klee und Luzerne einfällt, oder? Das haben wir doch schon letzten Monat gemacht, oder nicht? Gucken, okay. Ich weiß nicht. Also kann bei sein. Mir ist das im Wachstum. Steht zumindest auf der Übersichtskarte. Na gut, dann. 35 wird erst, wenn im nächsten Monat Erntereif, mal nicht. Im nächsten Monat wird gar nichts mehr Erntereif. Ah, deswegen, ja. Dezember. Im März wird's nachher. Müssen wir noch Rüben wieder wegkriegen. Jawohl, 13 zu 10. Oh, nicht so früh. Mhm. 65 muss auch noch gepflügt werden. Da müssen wir erstmal die Rüben nächsten Monat wegholen. Und die 1? Nee, dann sind die Pappeln ja wieder weg. Ach so. Die sollten ja eigentlich auch nachwachsen. Die Pappeln habe ich gar nicht gedacht. Die brauchen höchstens Dünger, ne? Ja, da müssen wir auch düngen. Du wärst aber nicht der Erste, wo das dann pflügt. Was soll denn schon wieder so langsam jetzt geworden? Das ist schon wieder hammer langsam jetzt, Gerd. Sorry.
Black Frost hat auch Gerd seine Arbeit geklaut. Jetzt muss Gerd mit dem Trecker OKF machen. Ja. Schlaf gut. Die Hauptsache hat die Hupe nicht. Mir hat vorher jemand auch meine Arbeit geklaut. Wieso? Ja. Du hast doch gar nichts gemacht. Da hatte ich irgendwie noch gehört, ich soll aus dem Fahrzeug aussteigen. Ja, genau. Ja, genau. Da bin ich schnell rausgestiegen. Also 90? Hat mir jemand meine Arbeit geklaut. Nein, steht wieder genauso dort. Mhm. Und so, ich bin dann mit dem Servicefahrzeug unterwegs gewesen, die ganze Fahrzeuge repariere und auftanke. Hä, aber das heißt ja, dann gibt es ja einen Abfahrer weniger, oder hat es dann jemand anderes übernommen? Ja. Das Vermehrungsgras braucht, das dauert ewig, bis da, dass da was kommt. Okay. Ich reicht alleine einer schneller. 98. 99. Also seitdem habe ich noch nicht gehört, dass einer stehen geblieben ist von den drei Drescher. So, jetzt sind wir hier fertig. Yep. Wo geht's jetzt hin? Du zum Hof. Dann könnt ihr Dünger streuen. Ja, haben wir jetzt nichts mehr zum Hexen? Na, sollen wir alles mit der Primus machen jetzt. Okay. Ach so, stimmt, der wollte ja fett irgendwas machen. Jo. Wollen wir auch machen. Und es ist nachher zu nervig, nachdem wir zwei Ferien gemacht haben, werden wir den Rest zu Heuballen wahrscheinlich pressen. Gut, dass du die Hexen gehst. Nicht pressen. Hexen. Zu Heu. Ja, dann fangt doch schon mal an mit der Primus, falls es zu langweilig wird. Dann können wir den Rest ja immer noch häckseln. Ja. So häckseln, Heu. Hier kannst du doch trotzdem lose dann ins Ballenlager fahren. Ja, gut. Kannst auch Ballen pressen. Nee, Ballen pressen macht gar keinen Sinn bei der Performance. Ja. Das weiß ich nicht. Nö, aber kannst machen. Ja, nutzt du aber den Autoload aber nachher. Nee, wollen wir jetzt ja mit dem Radlader in Zukunft machen. Autolot ist gestrichen. Auch Paletten werden nur noch mal helfen. Danny wollte Vorreiter machen mit dem Radlader. Ja, mach ich. Kein Problem. Dauert halt ein bisschen. Also schaffen wir jetzt dann nicht mehr so. Nee, wir spielen jetzt nur noch voll real hier, voll Realismus. Aber ich glaube, mit dem Farm-Sim-Stick ist das, glaube ich, echt geil, mit dem Radlader nachher mal. Ja, das muss noch richtig einstellen. Mit Maustastatur oder wie auch immer. Habe ich es bisher ja immer gemacht im LS19. Oder Blackie, wollen wir die Rübenbiete wegholen? Weil das wollten wir im Dezember erstmal machen. Ja, die frisst aber auch Performance. Wenn die so auf dem Feld liegt. Ja, hier kommt einer entgegen. Nein. Was kann ich bis jetzt freie Hand gefahren da hoch? Ja, ich bin auch hier freigefahren. Geisterfahrer bist du. Okay. Ich? Ja. Nee. Ich hab euch eigentlich nicht. Ich hab Gas gehabt. Ich hab noch überlegt, warum das am Bahn freilasst, aber war klar. Ja, wenn da mit dem Geisterfahrer kommt, also den Chef fahre ich nicht im Weg, der scheucht mich weg. Ja. Ja, dein also der Chef arbeitet doch gar nicht, der steht doch nur und wartet. Bitte? Er versucht aufzuholen. Er versucht es, aber schafft es nicht. Ja, das ist egal, der 4-1 verloren. Das untermotorisierteste Fahrzeug hier, glaube ich. Wer zu den anderen? Ist doch egal, da brauchst du nicht viel PS für. Und? Kommt nicht so schnell aus dem Quark wieder beim Anfahren. Spaß jedenfalls mal Sprit. Ja. Weil du die ganze Zeit verschwendest. Ich ernte ja. Ja, dass deine Motor die ganze Zeit laufen. Ja, toll, da wird wieder so ein 2 Meter Streifen überbleiben. Ja. Boah, 30 PS brauchst du für die Maschine. Also, leicht untermotorisiert. Ja, leicht, ja. Ganz leicht. Wollen wir mit günstigeren Trägern uns organisieren, 3 Stück. Ja, so einen alten Hanomag kannst du nehmen, ja. Ohne Dach und so. Für einen alten Lanz Bulldog. Ja, diesen alten Porsche, den du doch da kaufen kannst. Doch. Also freilaufmäßig, aber, oder? Ohne Kabine? Ja. Oh, das hat auch was eigentlich. Und der lässt es Cabrio auf jeden Fall. Hm? Dann geht's aber. Schönes Cabrio. Oha, ja, also ich fahre jetzt konstant. Oh, ich hätte die Schnauze halten sollen. So ein hier, so ein Bü. Auch ein offener Traktor. Schockt der vielleicht ein bisschen mehr mit dem offenen Traktor. Bei dir im Shop sieht man gerade gar nichts. Oh, jetzt. Nee, es dauert ein bisschen, bis da mal irgendwas geladen wird. Wird bestimmt noch nie in deinem Shop geladen, das Fahrzeug. Nee, wird's auch nicht.
Also ich weiß nicht, wenn ihr jetzt hier auch alle freihändig fahrt und ein bisschen mehr mitnimmt, dann sollten wir es vielleicht mit den Linien ein paar wieder passen. Wir wollten das Silo nicht abreißen. Okay. Bitte? Wir wollen das Silo nicht abreißen. Ja, ja, schon klar. Es gibt nur diesen einen eigentlich, ne, offenen. Es gibt echt nur diesen Bührer hier oder was. Es gibt auch diesen Porsche doch als DLC, die du für ein paar Euro kaufen kannst. Ja, den haben wir ja nicht. War doch dabei, doch, das habt ihr alle. 100 PS hat er. Das war doch bei irgendeinem. Immer noch doppelt so viel. Sowieso dabei, oder? Nö. Das musst du sorry, hast auch. Kein Problem. Also bei mir war er irgendwie dabei. Ja, das hast du vielleicht was hast du gekauft? Den Season Pass hast du gekauft. Ja, genau. Ja, siehst du. Dann ist er natürlich dabei. Oder ja. Alle DLCs dann hast du, automatisch. Carsten, also ich hätte jetzt 80% anzubieten. Ich bin auch schon bei 65, ja. 40. Was seid ihr jetzt auf der 46? Wart ihr vorher schon irgendwo? Nee, ne? Von der 51? 51. Ja, genau, da sind wir gleich fertig. Macht ihr noch einen Abfahrer da oben? Hm, weiß ich nicht. Zum Bahnhof ist es ja nicht so weit. Also. Ja, knappe 40.000 kann ich laden. Ich komme mal zu 46. Ich habe 15.000 Liter mit. Ja, und dieses Teil, was du da jetzt hast, gibt es auch in echt. Ja, das Teil hier, ja. Das habe ich aber eher gesehen zum Stroh auflockern. Also von wegen, du hast gedroschen, ja, dann hast du Stroh gemacht, ja, gut, dann hat es vielleicht geregnet und dann wird es nochmal wieder aufgelockert oder so. Weil wenn man das nur so mit Heu macht, das wird ja nicht wirklich trocken. Nee, das glaube ich, oder? Auch nicht. Hatte ich bestimmt eine Hochleistungstrockner zwischendrin eingebaut. Ja, ja. Schön, Heizung. Schön. Du hast ja auch eine direkte Wärmeleitung von der Biogas rüber, oder? Ja. Oh, das Ralf, geht aber nur für Biobauern. Ralf, das, was du da machst mit dem Frontlader, sieht irgendwie aus wie so ein Wetten-Das-Aktion. Der war müde. Der war müde. Wolf Thorsten. Radlader war müde. Dürfen wir dann nur noch nicht abdecken, Gerd, ne? Falls wir doch nochmal. Das ist ja Heu. Könnt ihr abdecken? Nein, du kannst es doch trotzdem rein in den. Was? Heu kannst du doch nicht in Silo fahren. Warum nicht? Hast du Heusilage? Was ich nicht verstehe, wir hatten früher unsere Silage, da war auch Zuckerrübe, das Kraut von drin. Ja. Also wir haben das Kraut aufgesammelt mit dem Ladewagen, nachdem wo es runtergeschnitten war, und haben das dann auch in Silo. Ja, wahrscheinlich genau. Natürlich den Vorteil, du hast ein bisschen was fürs Silo, den Nachteil, du hast ein bisschen weniger Masse nachher fürs Feld wieder, ne? Was halt vergammelt und halt wieder ein bisschen gut ist wahrscheinlich für die Erde. Wir haben ja bloß kleine Felder gehabt, also war nicht so viel. Ja, aber es geht ja, das ist ja egal, wie groß das Feld ist, es geht ja eigentlich nur um diesen Vorgang, oder nicht? Dass du ja eigentlich auch immer dem Boden ein bisschen was zurückgeben willst, wenn du eben irgendwas entziehst, damit du halt auch zukünftig... Damit der Humus aufbaut, ja. Genau, damit du auch zukünftig wirtschaftlich da irgendwas rauskriegst. Nährstoff. Ja, gut. Also würde ich jetzt vermuten, weil sonst klar, sonst kommt ja doch eine Menge zusammen bei dem Abschnitt. Aber es häckseln, ja, also, häckseln die ja heute gleich, ne, häckseln die Rübenrohre doch gleich klein, oder nicht? Na genau. Wir haben hier keine Rüben. Und dann wird die Rübe rausgezogen. Hm. Wir hatten noch keine Rübenrohre. Damals. Das heißt, du hast jede Rübe von Hand mit dem Spertel das Kraut oben abgeschlagen. Ja. Da warst du der Rübenroder, oder? Und nachdem, wo dann das Kraut abgesammelt war, nachdem, wo dann, egal ob das jetzt die Rübe war, also die Futterrübe fürs Vieh, wurden das Kraut oben von Hand abgeschlagen und danach mit so einer, wie die Kartoffelerntemaschine, sage ich jetzt mal, war die Selbmaschine, sind dann die Zuckerrübe oder die Rübe rausgeholt worden und dann, ja, von Hand. Ja, auf dem NDR, ne? Gibt's doch, ist doch von Hand noch da diese auf die Geschichte Wege aufgeladen. Das auch alles war erklärt. Aber Timing, Carsten. Ja. Also, hab ich mir fast gedacht. Knapp 5 Mille drin, oder was? Ach, eine Leistung im Chat. Soll ich mal so ein Gerät hier holen? So ein Freiluftgerät hier? So ein. Freiluftgerät. So ein Bührer hier? Ja. Das wäre halt schick gewesen, wo die Wege noch nicht so weit waren, weil da fährt er nicht. Ja, wenn, dann müssen wir da einen schönen Mod mit draufnehmen.
Ja, das sieht doch gar nicht so hässlich aus. Findest du dich schon? Also mit ja, ich würde jetzt auch so einen alten. Ich würde natürlich auch so einen alten Dolz bevorzugen. Und auf den habe ich selber gesessen, so einer steht bei meinem Opa noch in der Scheune oder so ein uralt John Deere. Sieht doch bestimmt gleich witzig aus, wenn er dann uns vorbeifährt und dann da aus der Kabine rausguckt. Da. Du meinst ja nicht noch so einen. Von Farmers Life oder so. IHC, so einen alten. Farmers Life kann ich nicht spielen. Schrottspiel. Nervt auch. Was ist Schrott? Ne, Farmers Life sagt er gerade, habe ich zurückgegeben das Spiel. Mein erstes Spiel bei Steam, was ich zurückgeben muss, weil ich es nicht spielen kann. Es kommt mit meiner Hardware, mit meinem Setup nicht zurecht, es geht nichts. Es ist nichts zu steuern. Ich starte das Spiel und es steuert nichts, egal was. Egal ob mit Joypad. Hä? Mit das Maus. Hast du auch schon gespielt. Farmers Life? Ne, Farmers Dynasty meinst du, das habe ich gespielt. Ja. Ach so, Farmers Dynasty, okay, dann habe ich das gemeint. Ja. Da war doch das mit diesem, wo am Anfang ja. Diesen Traktor-Kartusch da. Ja, genau. Der mit zwei engen Räder vorne. Stimmt. Wo aussieht wie ein John Deere. Wo fahren die jetzt hin? Ich fahr zum Shop. Er will schon wieder ein neues Auto kaufen. Wie viel mal diesen Spaß-Traktor nehmen? Ja, wo die anderen sind, da hinten. Ja. Heute ist es ja, das müsste... Die Mietfahrzeuge ausbezahlen, wenn man nochmal wieder das Geld... Das müsste heute ja eh egal sein. Weil, wenn wir eh nur 10-11 km/h auf dem Feld fahren, müsste das auch mit dem locker 10-11 km/h gehen, also... Weil fährst du dann ja schneller, weil er gar nicht so viel PS hat. Ja. Und ich habe eine schönere Ansicht, weil ich keine Kabine habe. Vario im Angebot. Welcher? 9er oder 10er? Aber fährt man sich jetzt wirklich antun, auf der Straße mit 9er, 25 zu fahren? Ja, der fährt wahrscheinlich höchstens 18 dann, ne? Ich hole mir einen Tieflader. Lege ich auch einen Tieflader rauf. Wenn die Kögel hochfahren. Deswegen habe ich ja gemeint, jetzt, wo wir jetzt weiter weg müssen, macht es ja keinen Sinn. Das ist auch nur Spaß. Aber es wird Sinn machen, dass wir den einen, den wir erst frisch gemietet haben, zurückgeben und den Fan kaufen würden. Nee, wir wollen keinen zurückgeben, dann nehmen wir den zusätzlich. Ja, aber es wird auf jeden Fall Sinn machen, weil er ziemlich günstig ist. Ja, kaufen. Doch. Achso, Danny, denk dran, dass du dich noch umziehen musst. War ne? Das auch ein 900er Vario? Ja, die Flieger, aber das war nur ein 42 und der andere ist nur ein 30. Der kostet 200.000, wenn wir ihn aufrüsten. Das ist ja auch nur nicht so teuer. Nee. Vor allem, wenn wir gleich mit den Premos los wollen, wollen wir gerne drei Trecker haben, drei Premos und dreimal Fan, dreimal Premos, das wäre ein schönes Bild eigentlich. Also dann kaufe ich den. Bin Lärm. Aber wie ist es, wenn ich den aufrüste, ist der dann immer noch im Angebot? Geht das überhaupt? Ja klar, du musst halt eben nur das zusätzlich drauf bezahlen. Sonst würdest du ja trotzdem 300 oder irgendwas 1000 zahlen für der. Also 942 ist das Höchste, ne? Ja. Und dann macht gleich ein richtiges Kennzeichen, wird irgendwann ein Modpaket drin sein. Dass der gekauft ist. Was haben wir da? NF? Ja, irgendwas mit NF und dann irgendwelche Zahlen. Oder? F für Black Forest oder so. Blacky oder wie war das noch? Blacky. Das war arschhaft reif, wa? Ja, aber dann. NF. Und was hat 42? Feedlot heißt das. Feed. Und futtern. Feed. Futter. Nicht Fettlot. Kannst du auch das andere Kennzeichen, das letzte Kennzeichen auswählen und dann einfach Marsch reinschreiben. Oder meins. Was? Der Lord? Der Lord. So, sollen wir jetzt noch irgendwas auslösen? Der Lord. Ich weiß nicht, muss ja, mal gucken. Ne? Kannst ja gucken mit 20 Stunden Betriebsstundenliste. Aber mal sortieren. Also früher wird auf jeden Fall der Big M Sinn machen. Der hat ja schon so viele Stunden. Der hat ja schon fast 40 Stunden. Kostet auch nur noch 84.000. Bin ich jetzt gerade bescheuert? Und die Anhänger, der eine Anhänger hat auch 60.000, dann kostet auch nur noch 50.000. Also der Big M hat 38,8 Stunden. Ah, ja, den können wir im März oder so ja kaufen, wenn wir wieder zum Mähen brauchen. Ja. Was ist hier los? Headlot, hast du Download? Lord. Lord of the Darkness. Ja. Headlord. Headlord hast du Download. Ja, hab ich doch gesagt, ist noch nicht. Da ist es ein Modpack mit drin und ist im nächsten Update, das dann irgendwann demnächst kommt, ist es mit drin. Aber ich habe mich jetzt heute Morgen auch dazu entschieden. Ich habe mir jetzt den LS19 Schweinestall nochmal angeguckt und ich werde den irgendwie zum Hühnerstall, glaube ich, noch umfunktionieren und dann irgendwie noch einen Hühnerstall mit ordentlich Kapazität noch fertig machen. Ohne groß Freilauf, sondern nur eingesperrte, ne? Ja, eingesperrte Hühner. Für mehr Ertrag.
Guck mal, der eine Klaas wird auch. Naja, aber gut, der ist ja noch ganz schön teuer, ne? Den Drescher kaufen. Ja, ich guck gerade mal, was wir noch machen können. Ich musste erstmal wieder den Stream starten vom Handball. Also ich würde ja sagen, dass wir die Anhänger auf jeden Fall, alle die über 20 haben, auf jeden Fall mal aus. Also die eine Sämaschine hier hat auch schon 21 Stunden. Ja, aber das kann man ja auch im Frühjahr kaufen. Ja. Weil die Anhänger brauchen wir ja viel. Und der eine, der LKW-Anhänger hat schon über 60 Stunden, der kostet nur noch 15.000. Und der Kögel, der auch, der kostet nur noch 7.000, der ganz hinten da mit 47 der Stunden. Der Bergmann, der eine, was ist denn? Oh. Nee, nicht yeah. Bergmann, der Stautmann, genau, der 31 Stunden, ja, dann kaufen wir den mal, ne? Ja, den können wir auch kaufen. Und dennoch den einen Benalu können wir auch noch mal kaufen. Und den Kögel, der kostet nur 7.000. Ja, das Doofe ist, ne? Dass das Häuschen da ist, ne? Ralf? Oder kommst du da durch? Im Häuschen. Kommst du da durch? Den Benalu, der hat 15 Stunden, aber. Ja, ich hab den anderen schon gekauft gerade. Der wird 60. Ah, okay. Hier, der eine Fliegel, der hat 26 Stunden. Ach, der hat doch immer mit deinem Objekt, wir noch ein bisschen. Alter. Die Anhänger sind ja nicht teuer in der Miete. Du bist scheiß. Nee, mach das. Ja, gut, der kostet eigentlich auch nur noch 12.000. Das nicht lang dran? Es kommt gleich ein Graben vor dir. Ja, ich meine, was soll man die jetzt ewig mieten? Christian! Ja, ich glaube, die Maschine passt eher zu diesem Traktor. Oh, jetzt habe ich versehentlich einen zurückgekehrt. Wer denn jetzt kein Anhänger? Ist jetzt einer ohne Anhänger unterwegs? Was für einen Anhänger hast du denn abgegeben? Benalu war das, glaube ich. Oh oh. Was? Ja, das kann sein. Guck mal im Hof, da standen noch welche. Das standen die kleineren. Nee, Benalu hat es nicht zurückgegeben, der ist noch im Vertrag, hätte ich beinahe gesagt. Was war das dann? Aber da hat sich keiner beschwert, also kann er nicht. Den Fliegel hast du zurückgegeben. Hast du ein Fahrzeug zurückgegeben? Den kleinen Fliegel hast du zurückgegeben. Statt zu kaufen, ja. War das ja schnell gekriegt. Aber den kleinen, den hat ja eh keiner genutzt, oder? Ja, eben. War das der für den Rübenschnitzler? Hast du den Rübenschnitzler weggegeben, oder was? Nee, den Rübenschnitzler haben wir noch. Nein, diesen Fliegel mit 40.000, oder den kleineren Fliegel da. Warte mal, welche Warte sich gibt mir. Ja, die grüne. Ja, gerade 40.000 Liter. Ah, doch, stimmt, das war ein Fliegel, genau. Ja. Hast du die brauchst ein bisschen was aufs Dach, oder? Ich hau dir gleich was aufs Dach hier. Und fahr mal nicht über das Grünzeug hier, das brauchen wir noch. Wie soll ich denn sonst umdrehen? Wegtragen. Warte mal, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3. Musst du aus der Schule gehen, wenn du nicht zählen kannst. Ja, ich bin zum Scholz geworden. Ich kann nicht bezahlen. Willst du nicht schon mal? Unser Mulcher hat. Ach ne, halt. Ups. Ich hab grad gesagt, er hätte 24 Stunden, aber es waren 24 Minuten Arbeitsbreite. Der hat immer und ewig 24,3 Arbeitsstunden. Ja. Ja, ich habe mich schon gewundert, warum der so, dass wir den so viel im Einsatz hatten. Mal das kaputt, Mulch. Die ganzen Steine oder was? Mhm. Oh, ein Düngerstreuer hat 20 Stunden. Ja, habe ich schon mal gehört. Tuchel ist ja aber auch eine Marke. Das war vorher klar, dass er einfach so stark ist für Bayern vom Charakter her. Da kommen die Bayern-Leute gar nicht mit zurecht. Die brauchen Leute, die hörig sind. Der Hexler wird auch Sinn machen, der dauert 20 Stunden, aber kostet halt immer noch 167.000. Also ist auch Demonstration scheinbar, haben wir viele Leute. Berlin war heute, glaube ich, auch wieder, ne? Paris macht es auch schon wieder. Die Ballenpresse haben wir auch auf jeden Fall. Hast du auch nicht immer wieder der Schuttgut rein, Ralf? Gute, ne? Der eine Wendler hat auch 19 Stunden. Na gut, aber das lohnt sich nicht. Wenn ich weiß, hab, gab ich jetzt noch verstanden. Wenn du den Bug noch vorne hast, kommst du anfahren und dann hast du wieder was rein. Deswegen habe ich am Schaufel gemacht. Genau. Ja. Und der eine LKW-Hänger hat auch 20 Stunden. Ja, genau, ich habe gerade gesehen. Bitte kaufen, nicht verkaufen. Nee, ich habe nicht verkauft, ich habe zurückgegeben. Deswegen habe ich das auch gemacht, bevor wir jetzt wieder abgeben.
Dass da noch nicht mal noch eine Sicherheitsfrage kommt. Sind Sie sich das ganz sicher? Der kommt ja eigentlich, aber dann hat Black Force automatisch ja gedrückt. Na ja, gut. Das dann Problem ist, die Frage kommt ja immer, wollen Sie sicher kaufen, wollen Sie sicher zurückgeben, wollen Sie sicher den Impuls ausgeben? Ich schräg das viel mehr bei den normalen Programmen auf, alles dass dann direkt neben dem Speichern abbrechen ist. Ne? Wie oft wo man auf Speichern klicken will und drückt auf Abbrechen. Ne? Ja, dann stehst du da. Control S. Es gibt ja gar keinen Grund, warum das direkt neben dran sein muss. Ne? Jetzt fährst du hier mit deinem offenen Verdeck da in der Innenansicht. Ja. Ein bisschen spazieren. Das dauert auch, bis Fett da oben ist. Nein, ich hab schon was geschafft. Sind wir fertig. Das glaube ich nicht. Aber so habe ich tatsächlich auch angefangen in meinem Single-Spielchen mit so kleinen Maschinen. Ja, das ist jetzt hier noch ein Fun-Hoff heute Abend. Da hatte so einen alten Deutz und einen alten Fendt. Ja, wo man eh nicht schnell arbeiten kann. Ich glaube, ich kann da genauso schnell. Der Fendt ist auch deutlich breiter als der Trecker eigentlich. Ja, das geht ja, aber. So, jetzt ist mein Arbeitsspeicher runtergegangen. Ach, du hast ja nicht über die Fliegerbrille aus. Ist alles ausgemacht, oder? Nö, ich habe immer noch Handball an. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil die Karte sich jetzt aufgebaut hat. Nee, du schaffst ja nichts mehr im Moment, oder? Du warst ja die ganze Zeit nur im Shop. Hat jemand wieder Verkehr aktiviert? Ja. Aber das war vorhin auch, wo ich rumgestanden bin. Mal gucken, ob es einen Unterschied macht, aber gefühlt macht es noch keinen Unterschied. Außer, dass es nervt. Ja, aber ist halt da so. Haben wir Therapiestunde für. Für Verkehr. Oha. Ja. Ja. Ich glaube, du warst ja noch nicht bei der Therapie. Also immer alles notieren, was einen persönlich stört und dann kann man es da ansprechen in der Runde. In Deutschland führt 15-14. Ja, das ist ja nicht mehr so eindeutig. Wird das nicht gestreamt, natürlich. Doch. Doch. Also ein bisschen die öffentliche Meinung einholen dann. Trotz der Fahrtwind hier auf dem Trecker. Kalt im November, gell? Mm. Sei froh, dass du nicht striegeln musst. Das könnte staubig werden. Ja, so eine Staubwolke. Boah, aber die Leute, wo bei den Bauerndemos bei Minusgraden auch mit offenem Verdeck stundenlang unterwegs waren, die waren echt verrückt. Was war das, der auf Bad Segeberg auf die Autobahn gefahren ist? Ja, genau. Aber dieses Teil fühlt man doch noch, ne? Also die jüngere Generation, also ich saß früher als Kind häufiger in so einem komischen kleinen Kasten an der Seite. Ja, klar. Und bei uns fahren noch ganz viele mit den uralten Dingern hier rum und haben eigentlich nichts anderes sonst. Weil sie halt als kleine Landwirtschaft ist. Ja. Da machst du ein bisschen Hobby-Landwirtschaft, der hat noch so ein Matador und immer wenn sie am Dreschen sind, sitzt er da mit Staubmaske und wenn die dann absetzt, ist alles schwarz gedacht, wo die Staubmaske war. Wieder mal ja, also hier, ja, früher haben sie keine Staubmaske genutzt. Früher hatten wir auch noch eine gute Regierung. Hatten wir wann denn? Also. Also eine bessere, sagen wir. Früher war alles früher. Weiß ich gar nicht. Wer denn? Also noch vor, also hier Helmut Kohl oder wo bist du jetzt schon? Wahrscheinlich schon übersprungen. Oh, vor deiner Zeit, Pascal. Ja. Gerd Schröder hier mit seinem hol mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ja, Gerd Schröder, der hat ja wirklich damals diese Reformen, die der so gemacht hat, waren ja echt nicht schlecht. Ja. Die haben sie alles wieder kaputt gemacht. Der hat leider auch ein bisschen sehr viel Russland-Connection irgendwo am Start. Ja, gut, aber trotzdem, also was der wirtschaftlich hier, ne? gemacht hat, war eigentlich das Beste für unser Land. Ja, da hat er sich vielleicht davon gut beraten lassen. Die letzten 20 Jahre profitiert. Bis wir alles wieder eingerissen haben. Ja, weiß ich nicht. Sehr, sehr nah an Russland orientiert, würde ich behaupten. Ich weiß ja, bis Back Buddy von Putin, ne? Von daher ist er überall irgendwie mit dem Aufsichtsrat Vorstand. Das hat ja nichts damit zu tun, was ja, der genau, Putin ist gar nicht bestochen worden wahrscheinlich. Das hat Putin nur so gemacht. Alle Politiker, oder? Willst du mir erzählen, dass irgendein Politiker nicht bestochen wird? Ja, aber nicht so offensichtlich, dass du dein Vorstands hier Mitglied bist oder Aufsichtsratmitglied bei Gazprom. Oder sonst irgendwo, ne? Und das als Bundeskanzler in Anführungsstrichen AD oder so, das ist schon. Ja. Guck dir mal die ganzen Ex-Politiker an, wo die mittlerweile alles sind. Nee, dann wird einem schlecht. Musst du dir die FIFA mal angucken, wie die bestochen werden. Wer was? FIFA. FIFA? Nein. Niemand. FIFA kennt er nicht. Ich hab kein Zugangsrecht mehr auf dem Land hier auf einmal. Was ist das? Jetzt
Schrottreihe zu genauso an. So weit. Ich bin leer. Ich muss doch mal wenden, und nicht nur OKF. So. Okay, dann hab ich wieder Land. Läuft doch genauso gut hier. Vorsicht, Leute, der Chef ist da. Und vor allem die Betriebskosten sparen mit so einem Auto. So, jetzt will arbeiten. Und jetzt fährst du schneller, ne? Jetzt ist der Tank leer. Jetzt wird er 15,5. Ich muss fett erstmal wieder runterfahren. Nein, der verbraucht nicht so viel Kraftstoff für eure Ungetüme. Das ist viel sparsamer hier. Nein, ihr fahrt schon weniger mit. Ihr macht nur Todeskapital. Todeskapital. Zum Nähen los und dann auch mit einem 2 Meter Fender und Spader. Wir machen genau die gleiche Arbeit, der große Fendt oder der große Klaas wie der hier. Wie viel Liter gehen denn neu? 30? 40? Nee, 90. Was? So viel? Das war viel. Ja. Der hat auch 100 PS oder nicht? Ja, hat er. 3 Liter sind auch schon weg. Ah, okay. 3 Liter hast du schon verfahren. Das ist aber sehr umweltschädlich. Dann werden wir mal gucken, ja. Ich vergleiche mal jetzt mit den anderen gleich. Also ich bin immer noch bei 3 Liter. Naja, also bei mir ist das ein bisschen für die Natur ein bisschen besser. Ich habe AdBlue mit drin. Ja, das ist aber auch eine normale Packung, die ständig offensichtlich ein AdBlue bei unserem Audi nachfüllen muss. Das ist eben schon merkwürdig, keine Ahnung, wo es immer hinläuft. Jeden 1000 Kilometer. Sollst du nicht trinken? Das ist nicht endlich hier erkennen, oder? Nicht, aber wir haben noch AdBlue erfunden, um noch mehr an Steuern reinzukommen. Oh, Dänemark führt jetzt. In Deutschland macht die Tore nicht mehr. Habe ich doch gesagt. Ist gut. Ja, warte doch, bis ein PKW auch noch die Maut kommt. Das AdBlue tut sich auch gut eine Scheibe wie schon laden, ne? Okay. Das ich aber nicht so. Wenn du es da reinkippst und du sprühst und dann das ganze Auto hat so ein kristalline, wie nennt sich das, so ein Wienspinnennetz sieht es dann aus, ne? Ja. Aber wo ist das kristallisiert? AdBlue ist ja auch nur eine Harnstofflösung. Also quasi wo bekommt halt man das eigentlich? Anstelle, Kanister, egal. Aldi? Ja. Ich hab mir jetzt tatsächlich bei Aldi auch wieder einen Kanister mitgenommen. Was kostet das so? Den 5 oder 20 Liter Kanister. 60 Cent pro Liter oder so? Okay. Naja, eine Tankstelle. Wie viel braucht man da so pro 1000 Kilometer? Ungefähr. Das wäre zu sagen, pro 1000 weiß ich nicht. Also ich achte nicht genau darauf, wie viel wir jetzt gefahren sind, wieder seit dem letzten Mal. Aber da geht schon ein bisschen was drauf. Also normalerweise beim Pkw da. Wir haben es beim LKW, haben wir 80 Liter Tank und den tanken wir alle 2 Monate. Das, wir haben das beim Trecker ja auch, da gehen auch eigentlich 100 Liter rein, meine ich. Und dann hast du, wenn du den ganz voll tankst, kannst du dreimal normal Diesel tanken und dann musst du auch einmal Blumen durchtanken. Eigentlich schon relativ hoch angesetzt. Okay, ne? Ja, beim Auto, glaube ich, kannst du ein bisschen öfters das Auto tanken, bevor der LKW wieder tanken muss. Wie gesagt, ich habe es auch nie voll gemacht, weil ich immer nur so einen 10 Liter Kanister oder so, den mir dann irgendwo mitgenommen habe. Aber wissen Sie, ich habe mal gehört, wenn man das nicht reinmacht, dass es auch nicht mehr angeht, ja. Ganz genau. Das ist richtig. Ja, ja, musst du machen. Bei Gas nur ein Leistungsverlust. Den Umweltschutz bleiben. Wozu ist es, soll das angeblich den Abgas soll irgendwelche Partikel finden, die Tropfen ins Wasser rein, ins Grundwasser, ist dann besser. Ah, okay. Das ist ja auch, wie sie ja vor ein paar Jahren, als das ja neu rausgekommen ist, wollten sie das ja auch gleich, dass du das an eine Biogasmotor anschließen würdest, das haben sie ja Gott sei Dank wieder vom Tisch genommen. Also, das wäre die größte Schwachsinn gewesen. Das sollten die Grüne gewesen sein, oder? Ich habe gestern noch Markus Lanz gesehen, das ist ja auch immer so Premium-Polit-Talk teilweise, Markus Lanz-Runde war gestern Abend noch nach dem Stream. Na, warte, dann ging das an die Bilder, Bildung, PISA-Studie und so weiter, ne? Was machst du da, Gerd? Was ja auch schon wieder in Deutschland so ein Trauerspiel ist mit der PISA-Studie, wie dumm eigentlich die ganzen Leute sind. Still. Wo sich gegenseitig über die Schuld zu schieben und immer noch auf ihre Partei geachtet und so weiter. Gerd, und so fort. Tschüss, Gerd. Oh, Gerd, tschüss. Bis neulich. Danke für Follow, Moin. Gerd hat den Server verlassen, Gerd hat den Server betreten, Gerd hat den Server verlassen. Das bin ich. Ja, wir haben gerade noch gesehen, wie Gerd mit seinem Radlader vom Silo runtergefallen ist. Aber jetzt geht's besser, ehrlich gesagt. Also, ich fahre auf einmal fast Witze. Ich habe nicht gesehen, dass ihn runtergefahren ist. Oh, aber noch ein Kammer. Blacky hat den Server verlassen. Jawohl. Das Ding ist jetzt besser aus. Das geht echt besser, oder? Das, ist das ist Autosave gerade, wir behaupten. Ich hab gar keinen Rücken. Nein, ich stehe gerade. Ich hab Stand. Mach mal einer Sicherheits-Safe zwischendurch, bitte.
Kann das wieder Ja. Anmelden und speichern. Ja. Jawohl. Endlich ruckelfrei spielen. Schönen Abend noch euch. Tschüss. Ich kann gerade mit 10 dreschen. Naja, wir sind auch alle raus, also die ganze Teil rausgeflogen. Vehicle Control Add-on. Ja, wir werden mal gucken, was passiert. Nee, nee. Die Geschichte. Genau. So, machen wir weiter mit der Aufnahme. Wir haben jetzt wieder gestartet. Einige sind rausgeflogen. 3 oder 4, weiß ich nicht. Und jetzt geht's wieder los. Also so langsam gibt jetzt Deutschland das Spiel aus der Hand. Ja. Nichts anderes erwartet, wo ich gerade auf und habe. Aber egal. Das ist wie am Fußball. Hab ich auch keine Ahnung von Mainz, oder? Nee, ich muss das den Deutschen halt so angeben. So, ja. Das ist so. Wo da hatten sie es nie in der Hand, oder? Da weiß ich gar nicht. Ah, weiß ich auch nicht. Mhm. Das Dortmund am Sonntag 17:30 Uhr. Das passt ja ganz gut zum Sonntag-Livestream. Oh, was ist hier los? Doppelsynchro hier. Ihr habt Spielbremsen. Ja. Jetzt haben sie das wieder ganz kaputt gemacht. Ach, Mann. Nichts geht hier mehr. Also da einmal kurz abgesägt worden hier im Norden. Ist das windig bei dir? Nö, heute Morgen oder heute Mittag war das, aber jetzt geht's eigentlich wieder. Ja, heute Mittag, ja. Hatte ich jetzt auch. Da war das ein bisschen schlecht, die gelben Säcke einzusammeln, wenn die durch die Straße fliegen. Ja. So also mit dem Windbeben. Das hatten wir bei der grünen Tonne am Mittwoch, ein Papier, Pappe. Bei uns die grüne Tonne, falls einer wieder denkt, grüne Tonne ist doch was ganz anderes. Nee, grüne Tonne ist bei uns Papier. Bei uns aber auch grüne Tonne. Genau, Papier. Und der Nachbar stellt sich immer so dämlich hin. Und ich weiß ja, ist umgekippt, ne? Und die Hälfte von dem Karton, Quatsch, fliegt bei uns auf dem Grundstück rum. Super nervig. Gestern noch im Carport was aufgesammelt. Nein, Papier. Nee. Hier. Also bei uns Papier. Bei uns war Papier. Bei uns ist bei uns blaue Tonne. Bei uns ist blau. Gibt's nicht bei uns. Bei uns ist grün Biomüll. Ja, genau. Braun ist Biomüll. Da ist auch ein Stück geflogen, wa? Verstehe ich auch nicht, warum das nicht einheitlich ist deutschlandweit. Es ist genauso wie dieses dämliche Bildungssystem, das jedes Bundesland hier ein eigenes System macht. Spezifisch die Geschichte. Ja, das ist total dämlich. Jetzt ziehst du irgendwo um und schmeißt das voll in die verkehrte Mülltonne dann. Bei uns sind blaue Tonne, oder blaue Körbler sind Glas. Hä, das wird bei euch auch abgeholt? Ja. Mhm. Ja, was? Nee, bei uns haben wir so einen Container abstehen, wo wir das reinschmeißen. Ja, genau. Glas. Wir haben so Container. Schwarze. Habt ihr eigentlich gelbe Tonnen oder gelbe Säcke? Gelbe Tonnen. Ja, eben sind wir das nächste. Manche haben gelbe Tonnen und die meisten haben gelbe Säcke. Ja, aber das gibt es auch erst seit 1-2 Jahren mit dem Tonnen. Ja, wir auch, genau. In Friesland hatten wir das schon vor 15 Jahren gelbe Tonnen. Und dann gibt es noch bei uns, ich glaube, einen Landkreis bei uns, der hat immer noch keine Biotonne. Ach, Gerd, läuft nicht so. Die Leute auch nicht wollen, weil die alle Kompost daheim haben. Also, wir haben früher zwei grüne Tonnen gehabt. Hast du einen Biomüllfehler drin gehabt? Nee. Und das war einmal, war das flach und rund. Hm. Ich komme aber auch gleich, glaube ich, wieder hinterher. Und bei mir ruckelt das und macht komische Geräusche. Also. Auf einmal bin ich 20 Meter weiter. Das flache Hund, das habe ich bis jetzt nicht. Die Synchro, wenn ich in Ludwigsburg bin. Das hast du nicht kapiert. Nee. In der Firma. Ich habe es dann einfach hingestellt und gesagt, sortiert ihr selber. Ja. Tut euch keinen Zwang an hier. Aber wie gesagt, jetzt haben sie es ja auch getrennt, dass es eine reine Papiertonne ist und. Viel Kompost wir sind. Das glaubt man nicht, wie groß soll denn der Komposthaufen dimensioniert sein, zum Beispiel bei mir jetzt hier bei uns. Wir wohnen in der Stadt, in einem Neubaugebiet, ein bisschen Rasen, und wenn man da Rasenschnitt macht, wo soll das alles hin? Wie groß soll denn der Komposthaufen werden? Ich kann auf der Häckselplatz bringen. Ich habe nur Fehler auf Enhanced Vehicle. Okay. Na ne, also man braucht schon eine Biotonne und ich bin sogar schon knapp mit der Kleinen. Das ist ein ziemlich ländlicher Landkreis, wo das aber ist. Aber hast du einen Hans Wiegel heute überhaupt benutzt, oder? Häcksler eigentlich nicht. Den Walzen hatte ich auch nicht.
Und dann tun die Leute manche Sachen aber in Restmüll. Oder du musst es halt zum örtlichen Recyclinghof bringen. Mhm. Ja. Ja, da gibt es bei uns ja noch die Sperrmüllkarte. Da kann ich das selber hin. Deine 5 Kubikmeter selber hinbringen. Das kannst du immer hinbringen. Bei uns wird er noch zweimal im Jahr abgeholt, der Sperrmüll. Ja, das wird er bei uns auch. Wird auch abgeholt. Aber du bei uns musst du anfordern. Das heißt. Ja, ja, anmelden musst. Anmelden. Genau. Und dann kriegst du von denen einen Termin gesagt, wann du es rausstellen darfst. Genau. Ich zerkloppe unseren Sperrmüll immer und verbrenne es im Ofen. Da hast du schon wieder den großen Trigger geholt, den wir im Ofen haben. Ja, mit den ganzen Nägeln da drin. Ja, wieso? Die kannst du nicht, sie sammeln sich da runter. Das ist ja gar kein Problem. Ich muss hier auch Leistung bringen. Lackieren Sachen sind halt schwierig, ne? Das ist halt gut. Bei uns gibt es halt, wie gesagt, noch die Kabel, die Sperrmüllkabel. Da kannst du dann echt auf Deponie fahren oder auf den Wertstoffhof. Freuen die Nachbarn sich denn? Oder so? Egal, das kommt alles in den Ofen. Das ist Energie, genau, kostenlose Energie, so soll ich kostenlose Energie wegwerfen. Brauchst du denn noch Feuerholz? Ich habe noch was abzugeben. Und so. So? Hast du Feuerholz übrig? Ah ja, jede Menge. Alte Möbel. Noch Spanplatte. Ja, Quatsch, was musst du vorbeibringen? Sonst ist das nicht wirtschaftlich, wenn ich das abhole. Warum? Dann machst du einmal eine Reisbar. Kann ich am 11. mitbringen und dann musst du die... Die alten Platten, das sehe ich alles klein und schmeiße in den Ofen, also komplett. Wenn es eine hier IKEA-Kommode ist nachher, die nicht mehr gebraucht wird, also kleingesät, ab in den Ofen, brennt, gut. Ja, also mit so Teerpappe. Das Presspappe, nee, Teerpappe nicht. Ich habe tatsächlich so ein paar Bretter, wo Teerpappe noch drauf ist, was man auch nicht abkriegt. Das bringe ich dann, das schmeiße ich tatsächlich weg. Das schmilzt halt so blöd, ne? Das ist halt ein bisschen eklig, dann, wenn man im Ofen das so schmilzt. Aber Nägel ist ja kein Problem, die sammelst du oben wieder raus und gut. Ja, beim Feuer, genau, während Feuer ist nämlich die Nein, wenn er auf ist. Ja klar, wir müssen eh auskehren. Gute alte Eisenbahnschwelle hätte ich bis vor 2 Jahren noch gehabt. Damit zollen wir immer unsere Koppeln ein, mit Eisenbahnschwellen. Ja, das brennt wahrscheinlich auch gut. Geht volle Dinge sau schwer zu sägen. Ja. Dieses ganze Stück hat man keinen Zugriff. Ja, okay. Vor allem ist auch manchmal, wenn du noch Glück hast, sind die mit irgendeinem Zeug eingeschmiert und dann springt dann richtig. Ja, das ist früher meistens mit Cabrioleo oder was? Oder da sind noch irgendwelche Eisen drin. Nee, früher war doch die Toilette, war doch ein Loch nach unten raus, ne? Ja. Sumpfio meinst du? Da war ja nicht. Wo kriegt ihr denn Brennholz her? Bei euch hat es ja kaum Wald, oder? Ein Sturm. Ach, wir haben viel Wald hier. Ja, wir haben echt einige, also jetzt nicht so übertrieben riesige Wälder. Das haben wir echt nicht. Also wenn du dir mal die Deutschlandkarte anguckst, haben wir also ja, hier auf der Bahn komme ich, wer da oben auch gerade hier mir entgegenkommt, fahr bitte weiter. Aber du machst kein Brennholz selber, oder? Also ja, gehst doch. Nicht in den Wald und... Ja, selten. Wenn irgendein Baumwollfeld, da kann dir glaube ich keiner entgegenkommen. Weil bei uns ist es hier halt so üblich, dass die Leute zum Förster anfangen und sagt, ja, da liegt Wald, da liegt Holz, da kannst du machen und dann... Also bei uns ist tatsächlich die Connection der Fördern, drüben immer Friesland aber alles, sozusagen, der ist überall vernetzt, ist überall aktiv im Verein und ist überall bekannt, jeder kennt ihn nach dem Motto drüben da in Nordfriesland in der Region. Und wir kriegen häufig auch so Sturmschadenholz, ne? Also wenn Bäume irgendwo umgekippt sind oder so weiter und dann ne, sagt jemand Bescheid, da und da Bäume abholen, ja, dann werden Bäume abgeholt. Dann holt mein Vater das in der Regel mit meinem Bruder zusammen ab, Anhänger, ne? Also wie gesagt, sägen das erstmal klein in so Scheiben und so weiter und so fort. Auf den Anhänger, dann kommst du zur Scheune, zu Opa, der hat noch einen alten, uralten Träger, so einen wie ich gerade fahre, nur halt in Deutz oder John Deere. Der hat ein großer, ein Spalter und sowas ist halt dran, dann kannst du die großen ne, erstmal aufspalten und... Und dann wird es kleiner gearbeitet, dann liegt es dann 1 Jahr oder 2 oder 3 Jahre, trocknet durch und dann wird es weiter verteilt. Also, da haben wir echt Glück. Okay. Ich zahle nichts dafür für Brennholz. Oh, das ist schon echt viel wert. Also das ist definitiv, das spart einiges. Ja, doch, ab und an, ja klar. Wenn das passt und ich drüben bin, dann helfe ich auch. Also ich habe auch schon mit der Kettensäge gearbeitet oder halt dieses Holz von A nach B transportiert und so weiter. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, aber das ist eher selten, weil hier drüben, ja, wie gesagt, kommt da nicht rüber, um Bäume zu holen und das noch mit dort Friesland zu fahren. 100% oder was hast du jetzt geschafft? Ja, genau, bei 3 Geigen, ja, Jacke. 100% haben wir geschafft. Das sieht ja so kompliziert aus, das zu lesen. Super viel Holz hatten wir nach Sturm Christian 2013. Das war ja so ein mega krasser Sturm hier bei uns im Norden. Da sind ja wahnsinnig viele Bäume und ganze Wälder umgeknickt. Da konnte man sich vor Holz eigentlich nicht mehr retten. Aber die Lager sind so langsam leer, aber gut, wir haben ja jedes Jahr ein bisschen Sturm, dass hier ein paar Bäume wegknicken und also von daher kriegt jedes Jahr eigentlich Neues und
Wir haben gerade unser Holzlager hier bei uns jetzt wieder voll gemacht. Vater war ja gerade da, letztes Wochenende mit dem vollen Anhänger. Also, der nächste Winter kann kommen. Und zusätzlich, wie gesagt, säge ich mein Schrottholz auf, was ich halt überall habe, ne? Was weiß ich. Wie ich gerade eben schon sagte, also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich tatsächlich eine alte Holzkiste klein säge. Und es sind halt Nägel, die sammelst du nachher weg oder halt, wie gesagt, ein altes Stück Möbel, was auch immer. Klein gesägt, dann durch die Tischkreissäge durch oder was und dann wird es. Wir haben unseren Kaminofen ja ziemlich zentral im Haus platziert, also der verteilt schon gut Wärme dann auch. Noch 10 Minuten und Deutschland führt, liegt 2 Tore hinten. Reihe. Das ist ja dann erst in den letzten 2-3 Minuten spannend, oder? Und die müssten dringend mal den Ausgleich wieder machen, aber. Ja, in Führung gehen. In Führung gehen, in der Seite. Die kommen eh nicht weiter. Nicht so pessimistisch, Mensch. Oh, ja. Was ist das jetzt für eine Runde praktisch? Halbfinale. Okay. Dem ist hier langweilig. Du bist da drüber weggefahren, ich wollte dir nur helfen beim Anhängen. Das bringt so nix. Ja, wie viel Diesel habt ihr jetzt schon verbraucht, ihr Großtraktoren hier auf dem Feld? Ich habe bisher 7 Liter verbraucht. Also inklusive Anfahrt. Du bist hier jetzt aber auf dem Feld angefahren. Inklusive Anfahrt? Nee, ich habe schon einige Bahnen gemacht. Ja, einmal rumgefahren gerade mal. Ja, und auch hier schon Bahnen gemacht und rundherum gefahren. Ich meine, aber die anderen haben doch auch schon was verbraucht auf den anderen Feldern. Ja. Wenn das so gehen würde, Ralf, ne? Ja. Wenn du oben bleiben würdest. Ja. Ja, sollen wir das Silo noch so einen Meter für Dänemark? Sollen wir Silo jetzt abdecken oder noch offen lassen, sicherheitshalber? Ja, ich kann es abdecken. Wir sind ja zur Not noch andere. Wie viel ist denn da drin eigentlich? Knapp 5 Liter. Ja. Ich fahre die 22 Düngen. Ja, dann nehme ich länger gleich die Gruppe. Hast du den anderen mit Ralf? Ja. Wie er zu Fuß gehen. Wie man es nimmt halt, ne? Ja, was man hier so an Umweg hat hier, alles was hier fährt, da hätten so ein kleiner Fan, 3 Drescher, ein LKW, mein Gott. Becky, was machst du da? Ich muss mal auf den Baumel gucken und durch die Gegend fliegen, das sieht nicht aus. Was hast du da getrieben? Nein. Bin ja nur vorbeigefahren. Ich arbeiten. Ja. Der kann's ja nebenbei fahren. Kann man mal rein. Aber immer so ein Spaß, die Hupe zu betätigen. Nee, was du da auf dem Rausfahren gemacht hast. Im Waggon. Ach so. Ich musste gucken, dass ich nicht am Zaun hängen bleib. Alter, 4 Tore Rückstand. Das wird nichts mehr. Ich sag, wenn man so rausholen kann, ne? Ich sag dir, wie das ist. Die Handballer kommen weiter als die Fußballer. Nichts gemacht. Land. Ja, ich 100%. Natürlich, die Fußballer kommen nicht ins Halbfinale, ist ja klar. Ja, das weiß man nicht. Turniermannschaft. Ja. Ja, wir haben Füllkrug. Ja. Alter, Leute, Füllkrug. Ja, stimmt. Das war auch nochmal so ein Fehlding. Minimal. Ja. Wieso jetzt bei der EM wird doch UNDAF spielen, hoffentlich. Wer ist wahrscheinlich das? Kennt keiner. Stuttgarter. Ach so. Ja, kennt ja keiner. Hat nur die meisten Tore nach Gerassi, glaube ich. Ja, aber Füllkrug wird auch noch mitfahren. Bei Stuttgart. Also der erfolgreichste deutsche Stürmer aktuell. Okay. Aber kennt keiner. Mit Abstand. Ich bin voll. Habt ihr noch 5 nie gesehen, Tore. Aber okay. Hat Stuttgart halt auch einfach nicht auf dem Ticker. Frag aber ich hätte auch mit dem Oldtimer spazieren fährst. Ich fahr, mach einen auf chillig heute Abend hier. Ich will Kosten sparen, will nicht so viel Todeskapital verursachen wie die anderen. Will die frische Luft genießen. Genau, das Problem bei uns am Deutz, da war dann der Auspuff nicht nach oben raus, wie jetzt bei dir da, sondern unterm Traktor durch, nach hinten. Und dann haben wir ja hinten Abbaugerät gehabt mit 4 Sitzplätzen. Ja, da bin ich halt in der Abgase gesessen, ne? Nice. Das kenne ich aber auch. Nicht mit Maske. Sieht schon witzig aus, ich da drin sitze. Wo ist er denn?
Du musst nur das Baumenü. Ach ne, du bist gleich auf dem Feld. Ne? Welches Feld? 46. Okay. Macht die da ja. Heute werden wir brechen. Na, wir holen ja auf. Das Stück auf der Übersicht sieht auch wild aus, alle voller Maschinen. Ja, die halbe, die greift der ist aber ist ja hier. Mhm. Ja. Das hat Dani extra so gemacht, weißt du, damit er allen seinen Jungs hier sehen kann, die nicht arbeiten wollen. Ja, ja. Hat er extra so geplant. Er wollte sich mal angucken, wie die Arbeit aussieht, meinst du? Ja, wo ist jetzt der Fett? Ich sehe jetzt hier einen Farm mit dem Fendt. Er ist ganz hinten. Ja. Ich wollte den Sparen. Ja, so an der Deichseite gerade. Er ist 8 Liter verbraucht. Die haben bestimmt schon 100. Nee, da fährt aber auch ein Fendt. Hä, bin ich jetzt blöd? Ach, nee. Hier noch da hinten. Vielleicht bin ich blöd, ja. Ach, jetzt sehe ich ihn. Ganz hinten. Wie wäre es mal mit einer Kopfbedeckung wenigstens? So ein Helm oder eine Sonnenbrille. Gut, so Augenschutz. Oder leiser Kälte auf Kopf. Das ist ein Herrscher des November. Das sind nur umziehen. Handschuhe vielleicht? Dani ist ein harter Kerl. Ja, das kann morgen, ich ist er, morgen ist er krank. Morgen will er nicht. Deswegen streamt er ja morgen auch nicht. Ja, weil er schon jetzt weiß, dass er morgen krank ist. Ja, ich mach eine Sturmfrisur, mach mal. Wird besser? Schon wieder weg, ne? Ich komm grad angelaufen. Ja, wie ist mit Mütze? Jetzt auch noch Sonnenbrille so, oder eine Fliegerbrille und dann. Oder das Imker-Outfit. Ja. Jetzt noch Handschuhe dazu, das passt dann. Ich meine, die Feuerwehrausrüstung ist ja auch nicht schlecht, ne? Man sieht ja bloß noch nichts mit dem Vollvisier da. Ich hab mal die ganze Gülle verteilt. Was hast du, Walter? Die ganze Gülle verteilt. Okay. Noch was? Flüssigdünger kannst du von Not noch eine so verkaufen. Handschuhe sind an. Ich mach. Ich dünge jetzt die 21, 22. Ja, stimmt, Flüssigdünger kann man. Ja, eine Ladung kann man verkaufen. Da warum haben wir dann zwei Paletten Flüssigdünger hinten drin stehen? Weg damit. Ja. Ich weiß noch nicht, wo sie stehen. Eine ist am Spawnpunkt, wenn du da spawnst. Nee, das ist die Liermittel. Okay. Ob der Hexler gleich aufgefüllt wieder mit zu Liermittel? Das ist oh je, jetzt haben sie nicht mal mehr einen Freiwurf getroffen. Der ist ja schon gekauft, das spielt ja keine Rolle da. Schako, ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken, wie das mit der Linie passt. Ich war hier frei, hätte nicht gleich. Könnt ihr ja schon, wenn ich dann die Linie hoch, die Bahn hochfahren, wir wahrscheinlich zum anderen Feld fahren, wa? Wie das aussieht. Könnte ich, glaube ich, ja. Hier läuft einer planlos übers Feld. Wieso haben sie kein Arbeitsgerät in der Hand? Das müsste jetzt bei euch eigentlich passen mit einem LKW noch, oder? Mal den Fett angucken mit seinem. Ja, sollte passen. Also ich bin bei 75%. Ja, aber es ist ja jetzt nur noch eine Tour und dann ist ja nur noch beim Bahnhof. Ja. Welches Spiel ist da noch? Vorbildlich. Und Handschuhe. Wie bitte? Welches Feld? 29 ist dann als nächstes. Und kalt. Aber es sieht schlussig aus jetzt. Fett ist jetzt reif. Ah, kann man schon mal machen. Benachrichtigung gekriegt. Personal. Ja, gerade eben. Ja, machen wir. Ja, machen wir mal kleine Beine, dann können wir mal kleine Beine mit der Hand auf den Anhänger raufwerfen und dann dort zwei Leute müssen oben stapeln immer. Und dann machen wir. Ja. Ich fahr die Presse. Ja. So, klar. Dass du die Fahrarbeit schreist. Ist ja auch Arbeit. Du sollst ja auch kommen, jetzt hier sitzen, ist auch Arbeit für dich. Also ist das Pressen auch Arbeit. Ja, das auf jeden Fall. Oh. Ah, die verlieren. Habe ich doch gleich gesagt. Fünf Tore Vorsprung und noch 3,5 Minuten.
der Firefighter und dann sind wir 3 Wochen damit beschäftigt. So. Also eine Ballenstapelaktion wäre nochmal ganz lustig, gerade, wenn man es damals einfach auch so gemacht hat. Hm. Gut, also immer verfahrt der Fahrer. Oh, das war ein schönes Tor. Das reicht aber nicht mehr. Ja, aber schön aus der Drehung raus, das war schön. Ja. Ah, Schako, ich glaube, du musst auch gleich noch einmal fahren. Ach nee, warte mal, Christian kommt auch noch. Christian kommt fährt auch mal zurück und du einmal hoch, dann passt doch. Ja, so krass, genau. Ja. Haben wir gut geschafft, ja. Ich glaube, Jobach schafft die letzten rein allein, oder? Was hast du gesagt? Ich werde ja wieder fahren und dann jetzt wieder aufhören? Ja. Du hast viel gearbeitet heute. Nee, reicht. Bevor ich nämlich am Hof bin, seid ihr ja schon, habt ihr mich dann schon noch dreimal überholt. Die 29. Wir sind auf der 29. So, ja, guck. Könnte ja noch machen. Eine Rudelbildung. Trotzdem noch eine der Folge gebaut. Vielen Dank fürs Reiterin. Neues Gerät. Wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen im Einsatz. Die 29 habe ich gerade gehört. Aber die Drescher hängen jetzt da zurück. Das macht ja keinen Sinn. Wieso noch? Habt ihr das Feld dann nicht fertig? Die Drescher sind ja auch noch hier am Dreschen. Das nächste Feld ist klein. Ach Gott, dass die Backman, dass er wieder Pause machen will. Nee, nee, definitiv sind wir zu dritt ja schneller als hier zu dritt, weil wir irgendwie 3-4 Kameras schneller fahren. Gut, aber trotzdem Ende der Folge, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Bist du da unten?